Wir erleben im ganz Großen, dass rechtsstaatliche Regeln einfach so außer Kraft gesetzt werden, bei der Flüchtlingskrise, bei der Eurokrise. Und das besorgt mich sehr, weil ein liberaler Staat ist ja ein Staat, der sich an die eigenen Regeln gebunden fühlt. Und insofern würde ich jetzt sagen, wir sind eine freie Gesellschaft, aber ich möchte, dass es auch so bleibt und dafür müssen wir was tun. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sagen wie niemals zuvor in Umfragen, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitsplatz sind. Also insofern wird stark unterschieden zwischen der eigenen Betroffenheit, dem eigenen Erleben und dem, was angeblich die Realität ist. Aber die Realität ist die Regel. In Deutschland gibt es eine verantwortungsbewusste Wirtschaft und ein starkes Band zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihren Betrieben. Und das sollten wir uns nicht relativieren lassen. Natürlich gibt es Lebensrisiken, die kann keiner alleine tragen. Also bei den großen Lebensrisiken brauchen wir den Staat. Der muss auch unsere innere, äußere Sicherheit garantieren. Er muss für vernünftige Bildung sorgen, auch für eine Infrastruktur zum Beispiel jetzt neue digitale Netze schaffen. Aber die vielen Fragen im Alltag, die kleinen Risiken auch, die können wir gut alleine tragen. Und ein Staat, der uns die abnehmen will, die Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, naja, also der führt am Ende dazu, dass wir wie Kinder behandelt werden, obwohl wir doch alle jetzt erwachsene Menschen sind.